Ich werde, wie Natascha gerade schon angekündigt hat, über LinkedIn heute sprechen. Ich werde euch heute ein System zeigen, mit dem ihr LinkedIn Ads optimal für euch nutzen könnt. Vorausgesetzt, ihr seid im B2B unterwegs, denn wenn ihr LinkedIn richtig nutzt, kann es zumindest noch eine richtige Geheimwaffe sein. Und das hat auch Gary Vee gesagt. If you are not running LinkedIn Ads for your business right now, you are making a massive mistake. I can promise you where LinkedIn is right now with ads and creative is the most reminiscent thing what I saw with Facebook in 2013. It's a huge arbitrage. Und ja, Gary Vee war auch einer der ersten Investoren bei Facebook und wir wissen alle, wie Facebook sich entwickelt hat und genau, ist zwar jetzt auch schon ein Jahr her, dass Gary Vee das gesagt hat, aber wir sehen bei LinkedIn auf jeden Fall immer noch deutlich mehr Potenzial. Wie gesagt, vorausgesetzt, ihr seid im B2B und das möchte ich euch heute gerne mal zeigen, wie ihr das heben könnt und diese underpriced attention von LinkedIn gut für euch nutzen könnt. Vorab noch mal ganz kurz ein, zwei Sätze zu mir. Ich bin Paula, ich habe vor 5 Jahren mich selbstständig gemacht mit Podcast-Marketing damals noch und habe eigentlich von Tag 1 immer LinkedIn für mich genutzt. Das war eigentlich mein Marketing-Tool, mein Akquise-Tool, da bin ich wirklich zu Hause und das hat wirklich auch mein Business sehr weit vorangebracht und seit 4 Jahren hatte ich mich dann auch auf B2B-Marketing fokussiert, erstmals wirklich noch mit Podcast-Marketing, dann aber auch seit 3 Jahren wirklich hauptsächlich mit LinkedIn und ja, wohne mittlerweile seit 3 Jahren in Wien, komme ursprünglich aus Hamburg, aber ja, bin weiterhin sehr glücklich hier im Süden, also schon eine ganz andere Atmosphäre, aber ich mag es sehr gern. Genau, heute in Wien sind wir ein Team von 15 Leuten, unsere Agentur X-Hauer, die vor allem Unternehmen dabei hilft, Tech-IT-Unternehmen Leads und Verkaufsgelegenheiten über LinkedIn zu realisieren. Und das machen wir als Agenturenberatung. Dann starten wir mal rein. Was wir am Ende nämlich haben wollen, sind diese richtig schönen, reifen, saftigen Bananen. Ich weiß, jeder mag Bananen ein bisschen anders. Ich liebe sie so, dass sie schon die ersten braunen Punkte haben, wenn sie so richtig süß sind. Und wir wollen Bananen, die wir schon als grüne Bananen quasi aus dem Supermarkt mit nach Hause genommen haben und zu Hause reifen lassen, bis sie dann halt wirklich zu Hause so aussehen und richtig schön reif sind. Wenn wir uns das jetzt mal angucken in einem Funnel, was das bedeutet, das sind dann sozusagen die Demo-Calls, also die Bananen, die unten rauskommen in Form eines, kann zum Beispiel auch eines Gesprächs sein, eines Demo-Calls, eines persönlichen Treffens. Das ist das, was wir hier generieren wollen, wo die Leute vor allem uns schon kennen und Vertrauen zu uns aufgebaut haben und genau, somit sozusagen dieses Gespräch auch einen ganz anderen Faktor hat als diese klassische Kaltakquise. Wer kennt es, Leute, die einen einfach anrufen und einem direkt was verkaufen wollen, funktioniert in der Regel nicht. Und all das, was darüber passieren muss, damit wir dorthin kommen, das schauen wir uns jetzt heute mal im Detail an. Und wichtig zu verstehen ist es halt, dass wir eben nicht die kalte Zielgruppe direkt mit einem Call überfallen wollen, die euch einfach noch nicht kennt. Ich sehe immer wieder, dass dieser Fehler richtig häufig gemacht wird und man sich dann einfach wundert, hey, wieso funktioniert das nicht? Sondern wir müssen diese grünen Bananen halt wirklich erstmal zu gelben Bananen und dann zu richtig saftig reifen Bananen reifen lassen. Also, wo fangen wir dort an? Was tun wir überhaupt erstmal, um diese grünen Bananen zu pflücken und mit nach Hause zu nehmen oder im Supermarkt zu bekommen? Wo bekommen wir die her? Wie können wir das angehen? Und da nochmal auf das Funnelbild zurückzukommen, grüne Bananen wollen wir zu uns nach Hause, bedeutet in unser CRM holen und dort einfach die Kontaktdaten von ihnen schon mal haben und das bedeutet, sie zu uns nach Hause zu bekommen. Und das machen wir am besten in der Awareness-Phase über Awareness-Ads. Und diese Awareness-Ads, gerade im B2B, die schalten wir wirklich ausschließlich über LinkedIn, weil wir da halt so schön klar targetieren können, also wirklich von Jobbezeichnung, Tätigkeitsbereiche, wir können die Unternehmensgröße, all diese Dinge sehr, sehr schön klar targetieren bei LinkedIn und somit halt ja nicht wirklich große Streuverluste haben. Und was wir vor allem in dieser Awareness-Phase auch noch machen, ist den inhaltlichen Winkel zu testen. Was ist das Trigger-Symptom, was deine Zielgruppe wirklich interessiert, worauf sie anspringt? Und das ist immer ein schönes Gedankenspiel dazu, um darauf zu kommen.
Wenn ihr euch vorstellt, eure Zielgruppe sitzt abends zusammen in der Kneipe und unterhält sich. Was ist deren Slang? Was ist es? Was sind so Fachbegriffe, die sie benutzen? Was sind so Probleme und Wünsche, über die sie sprechen? Und wenn man sich das wirklich überlegt und das dann auf die Apps transferiert, dann kann man da sehr, sehr schöne Sachen ausprobieren und herausfinden, was wirklich die Zielgruppe interessiert. Und im nächsten Schritt starten wir dann nämlich mit der Lead-Generierung, also da dann wirklich mit dem Tauschgeschäft, dass wir wertvollen Content hergeben, meistens in Form eines PDFs, das schauen wir uns gleich nochmal an, und da dann den Tausch gegen die Kontaktdaten, in diesem Fall gegen eine E-Mail-Adresse hergeben. Also das ist wirklich der Punkt, wo wir diese grünen Bananen dann ernten oder aus dem Supermarkt nach Hause holen und auf unseren eigenen Grund holen, was dazu führt, dass wir uns vor allem unabhängig dann auch von LinkedIn machen. So wertvoll LinkedIn ist für uns, um überhaupt dieses Targeting, die Leute zu erreichen, ist es wichtig, dass wir uns halt auch mittelfristig unabhängig von diesen Plattformen machen, weil wir halt nie wissen, was da alles noch so mit passiert. Okay, dann einmal ganz kurz ein paar Tipps zur Zielgruppe, zu der Zielgruppeneinstellung auf LinkedIn. Ich empfehle immer, wenn ihr jetzt den Dachbereich oder auch nur Deutschland ansprechen wollt, stellt die Profilsprache auf Englisch ein, weil so erreicht ihr halt sowieso alle deutschen Profile, aber auch die, die in Deutschland sitzen und das Profil auf Englisch eingestellt haben. Und das sind vermutlich mehr, als ihr denkt. Und die würdet ihr sonst alle ausschließen. Also das ist schon mal der erste kleine Hack. Dann testet auch gerne mal, hier klassischer Fall ist immer Jobbezeichnung, weil wir immer wissen wollen, okay, welche, ist es ein CEO, ist es ein CMO, wen wollen wir da erreichen, aber auch Sachen wie Tätigkeitsbereiche einfach mal gegeneinander testen und mal unterschiedliche Zielgruppen vielleicht anlegen, sodass man die gleichen Leute über unterschiedliche Targeting-Einstellungen erreichen kann. Und manchmal kommt man so auch auf günstigere Zielgruppen am Ende. Zielgruppengröße empfehle ich immer so um die 100.000, später kann man dann auch vielleicht, oder wenn man eine ganz nischige Zielgruppe hat, auch mal mit 20.000 bis 80.000 Mitgliedern bei LinkedIn arbeiten. Aber das ist eigentlich immer eine Größe, wo man dann weiß, okay, damit kann man ganz gut arbeiten. Und deaktiviert auf jeden Fall die Zielgruppenerweiterung. Das schlägt LinkedIn einem immer vor. Aber ihr habt halt so schön klar eure Zielgruppe ausgewählt. Und wenn ihr dann wieder auf die Erweiterung geht, dann zerstört LinkedIn eigentlich euer klares Targeting dadurch wieder. Deshalb würde ich davon immer abraten. Was wären so klassische Ads nochmal? Vielleicht hier auch nochmal so ein paar Hacks, die man als zusätzliche Ads schalten kann. Also normalerweise Awareness-Ads, natürlich immer klassische Single-Image-Ads. Zusätzlich haben wir die Erfahrung gemacht, mit Text-Ads könnt ihr wirklich richtig schöne weitere Reichweite aufbauen. Also, dass ihr dort halt auch die Sichtbarkeit bekommt, die Awareness bekommt. Kennt ihr wahrscheinlich, die Text-Ads sind immer oben rechts in der Ecke bei LinkedIn. Die sind halt nicht im Feed, sondern werden oben da klein angezeigt, wie wir hier oben jetzt auch sehen. Und es ist halt nur ein kleines Logo und so ein Slogan. Und du zahlst halt nur dafür, wenn jemand draufklickt. Und in der Regel klicken die Leute hier nicht drauf. Somit zahlst du sehr wenig Geld dafür, dass du trotzdem, und wenn es nur unterbewusst ist, hier immer wieder die Aufmerksamkeit durch dein Logo, die Aufmerksamkeit auf dich ziehst und ja, die Leute dich einfach unterbewusst wahrnehmen. Eine andere schöne Möglichkeit sind auch Follower-Ads, die auch oben rechts in der Ecke auftauchen. Da würde ich vorab aber immer überlegen, okay, was ist wirklich das Ziel dahinter? Was bringen mir die Follower auf der Unternehmensseite wirklich? Weil mit denen ist meistens da dann auch erstmal Sackgasse. Klar, wenn man sagt, ich brauche jetzt irgendwie ein Prestige, sehr gutes Profil, wo viele Follower drauf sind, dann kann das auch manchmal irgendwie helfen. Aber grundsätzlich erreichen wir die Leute ja sowieso über die Ads und nicht über die Follower der Unternehmensseite. Und daher, genau, sollte man sich vorher genau überlegen, wann man Follower-Ads braucht und wann nicht. Ein weiterer richtig schöner Hack, den wir sehr gerne nutzen, sind Thought Leader Ads, wie wir hier auch eine sehen. Also wir bauen damit halt extremes Vertrauen auf, weil es ist wirklich original ein organischer Post, den wir einfach posten, und den sponsern wir dann, den pushen wir dann über die Ads. Und hier sehen wir auch ganz oben, steht dann ganz klein gesponsert von Xhauer. Das ist eigentlich das einzige Zeichen, was darauf hindeutet, dass es halt eine Ad ist, was den wenigsten Leuten auffällt. Und somit können wir hier super gut Vertrauen aufbauen. Die Leute reagieren sehr viel mit den Ads, und somit können wir zum Beispiel auch die Retargeting-Zielgruppe wieder super aufbauen durch das ganze Engagement. Und ja, bauen einfach dieses Vertrauen über die Thought Leader Ads auf. Gerade wenn ihr sowieso organisch postet, dann nutzt diese Thought Leader Ads. Die können einem da wirklich nochmal sehr, sehr viel weiterhelfen. Zu den Lead-Gen-Ads. Da ist es immer wichtig zu beachten, dass ihr wirklich auch das Lead-Gen-Form von LinkedIn nutzt. Wie wir jetzt hier sehen, wenn man auf die Anzeige klickt, ploppt dieses Formular auf, und dass ihr nicht auf eine extra Landingpage weiterleitet. Da haben wir wirklich einige Tests gemacht und immer wieder die Erfahrung gemacht, alles, was über eine Landingpage geht, das
hat einfach Distractions, da sinkt die Conversion Rate, da tragen sich einfach weniger Leute ein. Und der Vorteil bei diesem Lead-Gen-Form ist, die E-Mail-Adresse ist einfach auch schon vorausgefüllt von der E-Mail-Adresse, die die Leute bei LinkedIn hinterlegt haben. Und wir bekommen die URL des LinkedIn-Profils immer mit. Was richtig, richtig cool ist, weil da haben wir natürlich noch mal viel mehr weitere Informationen und müssen hier gar nicht viel abfragen. Weil hier gilt natürlich auch, umso mehr wir abfragen, umso weniger Leute tragen sich am Ende ein. Und auch da empfehle ich immer, am besten keine Videos bei Lead-Gen-Ads zu schalten, weil wenn die Leute, es ist irgendwie so, wenn sich Menschen ein Video angucken, klicken sie selten noch drauf, dann gucken sie das Video an und sind weg. Deshalb am besten hier immer mit Single-Image-Ads arbeiten. Und genau, dann kann das eigentlich sehr gut funktionieren. Nochmal kurz zu dem Lead-Magnet-PDF, was ihr als Tausch angebt. Da ist es extrem wichtig, also die einfachste Variante ist ein PDF. Man kann natürlich auch zum Beispiel ein Video-Sales-Letter, also dass man so ein Video erstellt oder so, so einen kleinen Online-Kurs oder sowas, gibt natürlich auch alles als Lead-Magnet-PDF, aber als Lead-Magnet, aber ein PDF ist einfach die einfachste Variante. Tut mir auf jeden Fall den Gefallen und nennt es nicht White Paper oder Branchenreport, denn solche Sachen ja, sind einfach so ein bisschen drüber, die Leute lesen sich sowas nicht mehr durch, das klingt langweilig, das klingt einfach wie so ein riesiges Buch, wo keiner Zeit und Lust hat, sich das anzuschauen. Passt es viel mehr zu dem Inhalt an, also vielleicht ist es eine Checkliste, ein Guide, eine Schritteanleitung, wo dann wirklich eher so ein paar simple und snackable Tipps drin sind, womit die Leute direkt was anfangen können, direkt was umsetzen können, weil das baut wieder Vertrauen auf, wenn es halt wirklich wertvoller, hilfreicher Content ist und die Leute sich danach nicht verarscht fühlen, dass sie sagen, hey, ich habe hier meine E-Mail-Adresse hergegeben und bekomme hier irgendwie so ein langweiliges Paper. Deshalb ist das extrem wichtig, da auch die Zeit zu investieren und da was Gutes zu erstellen. Alright, die grünen Bananen haben wir eingesammelt. Wie werden sie jetzt zu reifen, gelberen Bananen? Das schauen wir uns jetzt als nächstes an. Auf unserem Funnel kombinieren wir jetzt, oder wir haben ja oben schon kombiniert, die Schlagzahl aus Performance Marketing mit der Schlagkraft des Content Marketings. Also Schlagzahl ist wirklich halt LinkedIn Ads schalten, da könnt ihr halt eure mehreren tausend, hunderttausend Leute erreichen, da habt ihr wirklich die große Zielgruppe, die ihr erreichen könnt, über Performance Marketing, über die Awareness Phase und auch über die Lead Gen Phase und dann über Schlagkraft, also übers Content Marketing könnt ihr jetzt auch deep in den Content reingehen und wirklich da das Vertrauen aufbauen. Und das, der erste Schritt, wo wir das machen, ist ja schon das PDF, das Lead Magnet PDF, deshalb da so wichtig, dass es halt auch richtig wertvollen Inhalt hat. Und danach, der zweite Schritt ist, wenn sie das PDF bekommen hat, haben, dass wir dann eine E-Mail-Serie hinterher schicken. Das machen wir in der Regel so mit 7, 8 E-Mails, wo wir auch wieder richtig wertvollen Content in die E-Mails reinsetzen und ja, somit halt die Leute dann auch diese E-Mails lesen und weiter das Vertrauen aufbauen können. Und einer der vermutlich stärksten und skalierbarsten Hebel im B2B sind hier auch weiterhin Webinare. Gibt es bestimmt auch schon einen oder anderen bei euch, der Webinare macht. Auch wichtig ist halt hier auch exakt wieder zu dem Thema, wozu sich die Leute eingetragen haben. Also wozu auch dein PDF ist, wozu deine Ads oben sind, damit du weißt auch, okay, hier ist auf jeden Fall Interesse da. Wenn wir uns die E-Mails anschauen, ich habe hier einfach mal einen Screenshot mitgebracht von so einer E-Mail-Serie, die wir für einen Kunden erstellt haben. Klar, ganz unten sehen wir die E-Mail 1, da ist das PDF drin, das wollen alle haben, ist die Opening Rate natürlich sehr, sehr hoch. Aber auch danach seht ihr, die Opening Rate bleibt in der Regel zwischen 50% und 60%. Wer sich da auskennt mit E-Mail-Marketing im B2B, weiß, das ist schon echt eine richtig schöne, ordentliche Zahl. Und das liegt einfach daran, wie eben schon gesagt, wenn ihr in die E-Mails auch wieder richtig wertvollen Content reintut und die Leute lesen die erste E-Mail und sagen, hey, das hat mir voll geholfen, dann werden sie auch wieder die nächste E-Mail öffnen und so weiter und so weiter. Also E-Mail-Marketing wird einfach immer noch sehr, sehr unterschätzt und das kann ich sehr empfehlen, das auch mit hier einzubeziehen. Und dann noch ein Hack ist unsere 9-Word-E-Mail, die wir immer nach dieser E-Mail-Serie ganz als letztes schreiben. Auf diese 9-Word-E-Mail haben wir hier einfach mal, ich glaube, es waren so um die 90 bis 100 selbstgeschriebene Antworten bekommen auf ca. 3000 Mails, die wir geschickt haben, wo Leute wirklich auf diese 9-Word-E-Mails händisch geantwortet haben. Und diese 9 Worte waren einfach nur, hey Paula, hast du eigentlich noch Interesse an LinkedIn Ads?
Wenn du vorher halt super viel Inhalt gegeben hast und dann nur dieses ohne Hallo, ohne Tschüss, das ist wirklich was, was die Leute triggert und was sehr, sehr gut ankommt und ganz viele darauf schreiben, hey, interessiert mich wirklich noch, lass mal sprechen, kommt sogar auch manchmal vor. Also ein super schöner Hack. Webinare, da habe ich jetzt hier einmal eine Landingpage mitgebracht von unserem Webinar und da gibt es eigentlich 4 wichtige Conversion, die man im Griff haben muss, damit Webinare funktionieren. Die erste ist die Opt-in-Rate, also wie kommen die Leute, wie tragen sie sich überhaupt ein in euer Webinar und das machen wir natürlich einmal auch über die Ads und zum anderen aber auch über E-Mails. Also die beste Möglichkeit, Webinare zu füllen, haben wir auch gelernt, ist über E-Mails sie erst in eure E-Mail-Liste zu bekommen und dann über E-Mails zu füllen. Und da kann man natürlich dann schauen, okay, wie kann man die Mails, wie kann man die Ads optimieren, so dass auch wirklich möglichst viele Leute sich anmelden. Die zweite Conversion ist die Show-Up-Rate. Wie viele von den Leuten, die sich angemeldet haben, kommen auch wirklich in euer Webinar? Und da gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, dass ihr auch eine Kalendereinladung mitschickt, wenn sich jemand einträgt, sodass die Leute es im Kalender haben. Vielleicht kennt ihr das auch. Was im Kalender steht, findet statt. Oder auch ein Workbook zu schicken, also irgendwie so ein bisschen Hausaufgaben vorher aufzugeben, dass sie sich schon mal vorbereiten können. Und somit sind sie natürlich auch viel mehr engaged dann auch zu kommen, weil sie sagen, ich habe jetzt schon so weit da rein investiert, jetzt will ich mir das auch wirklich anschauen. Die dritte Conversion ist die Retention Rate, also wie viele der Leute, die im Webinar sind, bleiben auch wirklich bis zum Ende drin. Und da kann man wirklich schön zum Beispiel mit einem Listicle-Schema arbeiten. Diese 5 Punkte, diese 5 Schritte, dann wollen natürlich alle den letzten Schritt auch noch erfahren. Oder einen Goodie am Ende zu setzen. Irgendwie am Ende bekommt ihr nochmal den Bonustipp. Oder was wir auch immer sehr gerne machen, sind Fragen am Ende zu beantworten. Ist sowieso immer schöner für den Fluss. Aber die Leute, wenn sie dann halt Fragen haben, ich würde auch immer so ein bisschen den Chat im Blick haben, aber trotzdem dann am Ende noch eine schöne Fragerunde zu machen, bleiben die Leute meistens auch bis zum Ende drin. Und das letzte ist die Conversion Rate, sprich, wie viele Leute wirklich aus dem Webinar buchen sich am Ende auch einen Termin bei dir. Und da war eigentlich unser größtes Learning, den Pitch zu deinem Angebot, zu deinem Termin noch innerhalb der Zeit zu machen. Also wenn du eine Stunde fürs Webinar eingeplant hast, dann solltest du am besten eine Viertelstunde vorher auch schon mal das erste Mal sagen, was hast du überhaupt im Angebot und wo kann man sich einen Termin bei dir buchen. Weil sonst nehmen die Leute sich auch wirklich nur eine Stunde Zeit und vielleicht hätten sie auch Interesse gehabt, aber dann droppen sie einfach leider schon raus. Und natürlich auch den Link zur Terminbuchung direkt in den Chat hauen, dass die Leute sich direkt halt dort eintragen können, es den Leuten so einfach wie möglich machen und Follow-up-Mails zu schicken, ist auch immer nochmal sehr wertvoll. Am nächsten Tag, vielleicht sogar noch am selben Tag, wo man auch nochmal sagt, hey, hier noch die Slides und schau doch gerne mal, ob wir dir helfen können, buch dir hier einen Termin. Zu den Webinar-Ads nochmal ganz wichtig zu sagen, auch hier arbeiten wir am liebsten mit Lead-Gen-Forms, also eigentlich aufgebaut wie eine klassische Lead-Gen-Kampagne, dass man draufklickt und sich dann dort auch eintragen kann und nicht zu einer Webseite leitet, ähnliches Prinzip, dass da auch wieder zu viel Distraction ist. Natürlich, wenn ihr die aus den Mails einladet, dann braucht ihr natürlich schon eine Landingpage, aber aus den Ads auf jeden Fall nicht. Und macht hier wirklich ausschließlich Retargeting. Also auch da haben wir die Erfahrung gemacht, wenn ihr auf eine kalte Zielgruppe Webinar-Ads schaltet, in der Regel, das wird sehr, sehr teuer. Die sind einfach noch nicht offen dafür. Es funktioniert wesentlich besser, wenn ihr wirklich nur eure Retargeting-Zielgruppen nutzt, die euch dann schon oben aus der Awareness-Phase und aus der Lead-Gen-Phase kennengelernt haben. Und was auch immer sehr schön funktioniert, ist, das LinkedIn Audience Network, also LAN, zu nutzen. Das ist so ein bisschen wie Google Display Ads, also dass halt Partnerseiten von LinkedIn, dass da auch die Ads ausgespielt werden, aber halt auch wie gesagt nur für die Retargeting-Zielgruppe. Somit habt ihr auch keine Streuverluste und erreicht eure Zielgruppe noch an anderen Orten. Okay, dann reifen die Bananen jetzt so langsam. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, was machen wir jetzt mit den so richtig schönen, reifen, saftigen Bananen, um sie für ein Gespräch zu gewinnen? Und hier gehen wir auf jeden Fall hier unten in der Conversion-Phase nur eben, wie auch schon im Webinar gesagt, Remarketing-Ads an. Also hier wirklich auch nur die Zielgruppe ansprechen, die euch schon kennt. Und was dann nämlich der Vorteil ist, dass ihr hier, also natürlich auch so grob mit dem Ansprachewinkel, den ihr oben auch schon getestet habt, wo ihr wisst, es interessiert sie. Und dann könnt ihr hier auch wirklich richtig schön in den sozusagen Educational Content reingehen. Also hier wirklich schon mal ein bisschen klarer erzählen, wie ist es mit euch zusammenzuarbeiten, worum geht es. Und hier könnt ihr dann auch noch zusätzlich die Leute kontaktieren. Ihr habt ja das LinkedIn-Profil über Direktnachrichten. Und
Natürlich solltet ihr darauf achten, sie nicht unbedingt nach 5 Minuten anzurufen, aber ihr könnt es natürlich auch dann Telesales machen. Am besten, wir haben so die Erfahrung gemacht, nach 3 bis 5 Wochen dann auch mal anzurufen. Die haben euer PDF bekommen, die haben euch schon kennengelernt und dann mal nachzufragen, hey, hat es dir gefallen? Ihr habt einen super Aufhänger, damit kann man sehr, sehr schön arbeiten. Wer vielleicht auch schon Telesales macht und auch schon Webinare macht, habe ich auch noch mal hier einen kleinen Hack. Einfach mal vor dem Webinar die Leute anzurufen, die sich eingetragen zu haben und zu fragen, hey, hast du bestimmte Fragen schon mal fürs Webinar? Sollen wir irgendwas mitnehmen? Und vielleicht auch schon einen Follow-up-Termin zu machen, haben wir auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Okay, im Remarketing kombinieren wir sehr, sehr gerne LinkedIn mit Google Display Ads, weil wir hier nämlich auch wieder das glasklare Targeting von LinkedIn mit der breiten Sichtbarkeit von Google Display Ads kombinieren können. Also auch hier wieder keine Streuverluste haben, weil wir nur Remarketing machen und trotzdem das ganze Internet mit euch vollpflastern können. Ihr seid wirklich dann sozusagen überall zu sehen. Ihr kennt es bestimmt auch, vielleicht habt ihr euch irgendwie mal ein neues Fahrrad online angeguckt und werdet dann im ganzen Internet von diesem Fahrrad verfolgt. Und so könnt ihr euch das dann auch mit euren Ads vorstellen. Und was auch noch sehr schön funktioniert in der Conversion-Phase, gerade um diesen Educational Content zu machen, sind Video-Ads. Da arbeiten wir sehr gerne mit Video-Ads, weil man da nämlich halt auch wirklich in diesen einfach so einfache Selfie-Videos aufnehmen kann und erzählen kann, wie es ist mit euch zusammenarbeiten, was vielleicht auch andere Kunden erreicht haben, den Prozess zu erklären und da ganz unkompliziert ein bisschen was zu erzählen. Wichtig ist, dass die Ton- und Bildqualität sehr gut ist. Und alles andere kann relativ unkompliziert und nahbar sein und kann einfach nur ein Selfie-Video sein. Zum Beispiel auch hier gerade, mein Kollege nimmt mich hier auch gerade auf noch nebenbei, dass wir jetzt hier auch ein weiteres Content-Piece haben und wir das wieder in kleine Snippets schneiden können für unsere Ads. Also auch immer schön an Content-Recycling denken. Und genau, zu den LinkedIn-Direktnachrichten. Da funktioniert es sehr gut, wenn wir einfach so, wir nennen das nochmal die Schuhverkäufer-Nachricht schicken, wie wir hier auch sehen, einfach nur ganz nett. Hey Simone, freue mich, dass du dir das Dokument, das PDF runtergeladen hast. Wenn du Fragen hast, weißt du ja, wo du mich findest. Ganz easy, das ist so die Schuhverkäufer-Nachricht, weil wenn man in den Schuhladen geht, kennt ihr das ja wahrscheinlich auch, dann kommt der Verkäufer kurz und sagt, brauchen Sie Hilfe, ansonsten ich bin da vorne, wenn ihr mich sucht. Und da seht ihr halt auch hier, kommen halt wirklich richtig nette Nachrichten zurück. Eben, weil man nicht so aufdringlich ist, weil bei LinkedIn die Leute halt mittlerweile auch echt genervt sind und sagen, hey, normalerweise würde ich darauf nie antworten, aber das wäre jetzt so nett, lass uns doch vielleicht echt mal sprechen. Und sowas merken wir, dass das immer noch sehr gut funktioniert. Und dann kann man natürlich auch den nächsten Schritt gehen. Zum Telesales, genau, womit wir da auch experimentiert haben, sind halt Telefonnummern schon direkt auch im Lead-Gen-Form abzufragen. Ist natürlich immer so der erste Gedanke, hey, haben wir gleich die Telefonnummer, voll easy. Aber ihr müsst wissen, der Cost per Lead steigt halt extrem an in dieser Phase. Und da müsst ihr wissen, kann sich manchmal lohnen, aber ob das wirklich was ist, wo ihr sagt, das ist es wert oder ihr habt ja das ganze LinkedIn-Profil und ob ihr dann über das Unternehmen und mit dem Namen vielleicht die Nummer auch über einen anderen Weg rausfindet. Alright, nochmal ganz, ich gucke gerade auf die Zeit ein bisschen, bin ich schon fast drüber, aber nochmal ganz schnell, weil ich finde, das ist immer ein wichtiger Punkt, nochmal so ein paar Inspirationen für richtig gute Creatives, weil ich einfach sehe, dass da draußen leider immer noch so viel schlechte Creatives unterwegs sind und ich euch da einfach ein paar Tipps geben möchte, weil ich liebe diesen Satz einfach, nobody reads advertising, people read what interests them and sometimes it's an ad. Und wir wollen einfach mit den Creatives auffallen im Feed. Die Menschen sollen anhalten, sie sollen es nicht überscrollen. Wir sollen das Interesse wecken und halt nicht so eine langweilige, gepolischte Ad haben. Und deshalb hier einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Comic Creatives haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht aus diesen Alltagssituationen. Also haben wir echt richtig krasse Click-Through-Rates. Die Leute, die schreiben drunter manchmal die Comics weiter. Wir sehen hier auf Ads haben wir über 270 Reaktionen. Also die kommen wirklich immer sehr, sehr gut an. Plakat-Creatives. Also kann auch manchmal ganz simpel sein, da einfach nur ein Glaubenssatz drauf oder irgendwas, was die Leute triggert, ganz easy, das funktioniert auch in der Regel immer ganz gut. Oder halt auch wirklich so ein bisschen selbstgescribbelte Sachen, das fällt auch auf, wenn es eben halt nicht perfekt ist, sondern so ein bisschen selbstgemalt aussieht, da gibt es mittlerweile auch richtig coole Tools, mit denen man da arbeiten kann, auch eine schöne Möglichkeit. Und natürlich auch AI-Creatives. Womit man, ich finde, das ist immer so die schönere Alternative zu Stockbildern, weil man da einfach noch ein bisschen mehr rausholen kann, sehr viel Emotionen reinbringen kann. Denn auch im B2B arbeiten Menschen und die erreichen wir mit Emotionen am besten. Okay, als allerletztes, wann
Eignen sich LinkedIn-Ads also für dich? Ist es für dich Geld verbrennen oder ist es für dich eine Gelddruckmaschine? Also was auf jeden Fall wichtig ist, was die Voraussetzung ist, dass ihr im B2B-Geschäft arbeitet, eure Zielgruppe auf LinkedIn ist, euer Customer Lifetime Value des Kunden sollte schon idealerweise 10.000 Euro oder mehr betragen. Ihr könnt ein Tagesbudget von, ich sag mal, mindestens 100 Euro bei LinkedIn investieren und das für mindestens 3 Monate. Und ihr habt auch ein bisschen Luft zum Testen und Iterieren des Funnels, dass ihr jetzt nicht irgendwie nur ganz kurz mal reinschaut, weil dann spart euch das Geld lieber für andere Sachen. Wenn ihr noch keinen Product Market Fit zum Beispiel habt, noch keine zahlenden Kunden oder vielleicht auch noch gar nicht wisst, ob eure Zielgruppe auf LinkedIn unterwegs ist, das würde ich zum Beispiel dann auch erstmal organisch testen und noch nicht direkt mit LinkedIn rausgehen, damit ihr da nämlich eben kein Geld verbrennt.